stories that I like the most. Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir eine Runde Hitman Absolution. Bevor wir direkt anfangen, noch eine kurze Erklärung, warum wir das spielen. Warum ich das spiele, meine ich. Ich habe neulich mal wieder in meiner Bibliothek dieses Spiel gesehen und habe richtig Bock bekommen, Hitman zu spielen. Und dachte aber dann, nee, das ist ja schon ziemlich alt. Dann kaufe ich mir lieber das neue, Hitman 2. Habe mir das auch gekauft, sogar die Gold Edition. Und habe nicht bedacht, dass mein Computer das gar nicht packen könnte. Und so ist es da auch tatsächlich. Mein Computer konnte es nicht mal herunterladen. Und deswegen dachte ich, ja gut, dann spiele ich halt dieses alte Spiel. Und deshalb beginnen wir auch direkt. Also ich habe noch einen Spielstand halt von früher, aber ich starte einfach mal ein neues Spiel. Ich weiß auch nicht, inwieweit ich jetzt auf die Story eingehen werde. Die überspringe ich sonst einfach und erzähle euch, was passiert ist. So, hier sind wir auch schon im Spiel. Ich lasse die Erzählerin mal im Hintergrund reden. Das stört mich jetzt eher nicht. Ich habe die Story jetzt erstmal übersprungen. Für euch nochmal, also hier gibt es eine Diana und die hat unsere Organisation, für die wir arbeiten, verraten. Und deshalb hat mein Auftraggeber jetzt gesagt, dass ich sie leider umbringen muss. Und sie ist da vorne in diesem Haus. Und ich muss jetzt sie umbringen. Und was mit, da gibt es noch ein kleines Mädchen, Victoria. Was mit der passiert, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber das erfahren wir bestimmt nochmal. Ich hoffe, ich kann die Erzählerin im Nachhinein noch leise machen. Bei mir ist sie nämlich ziemlich laut. Und das nervt schon, wenn sie die ganze Zeit dazwischen redet. Aber mal gucken. So, wir müssen jetzt erstmal versuchen, in diesen Garten reinzukommen. Und ich nehme mal. So. Für die Leute, die Hitman nicht kennen, es ist ein ziemlich witziges Spiel. Wir sind ein Assassine. Und wir müssen versuchen, Ziele auszuschalten und das möglichst leise. Genau, also wir müssen halt ungesehen bleiben. Und später gibt es dann auch noch eine Wertung. Also es ist jetzt nur das Einstiegslevel, aber später gibt es dann halt auch Punkte und Minuspunkte für jeden, den man sonst tötet, der nicht das Ziel ist. Und ja, ich werde versuchen, in diesem Gameplay möglichst leise auch zu sein. Aber manchmal kann ich es auch nicht verhindern, dass dann meine aggressive Ader durchkommt und ich ein paar Leute umbringen muss. Den Checkpoint nehme ich mal mit. Gehe ich den mal umbringen? So. Also wir könnten die jetzt alle noch verstecken, aber das ist mir eigentlich zu aufwendig. Wir haben diese zwei Waffen, die sind witzig, sind halt schallgeschützt und nicht laut dadurch. Und wir haben die Klavierseite, damit kann man richtig leise töten. Wenn man Steuerung drückt, sieht man wichtige Sachen gelb umrandet, das ist auch vielleicht wichtig. Dadurch kann man die Gegner dann schön sehen. Ah, draußen bitte. Oh, fuck. Warum hat der mich jetzt gesehen? Naja, nevermind. So, schleichen wir uns hier mal ran. Easy vorbei. Wo müssen wir hin? Da hinten. Ah ja, okay. Dann ist der Typ da ein bisschen im Weg. Leider. Das ist gar nicht gut.
Oh, fuck. Das ist jetzt etwas blöd gelaufen, weil jetzt alle aggressiv auf mich sind. Ja. Dann schlage ich mich mal so durch. Nice. Da ist noch einer. Direkt vor der Tür. Ah, da. Ich sehe. Bam. Headshot. Nice. So. Jetzt ist alles safe. Easy going. Gehen wir jetzt hier rein. Und das lief eigentlich nicht so gut. Ich versuche das jetzt mal besser zu machen. Oh, geil. Ein Messer. Ich liebe Messer in Hitman. Messer kann man nämlich, und andere Gegenstände auch, aber vor allem Messer kann man werfen und andere damit einfach töten durch einen Headshot. Und ich finde das so geil, wenn man andere einfach mit einem Messer abwirft und sie damit tötet. So geil. Und du auch. Nice. Nehme ich das Filetmesser mal an mich wieder. Die Waffe gönne ich mir auch. Ah, Verkleidung für einen Gärtner. Das ist sehr gut. Ja, Verkleidungen sind in diesem Spiel sehr wichtig. Man kann von allen anderen dann nicht mehr erkannt werden. Außer von den Leuten, die dieselbe Verkleidung haben als ich. Also zum Beispiel von Gärtnern kann ich jetzt erkannt werden. Aber halt nicht von den Wachmännern. Das ist ziemlich gut. Hi, ich gehe hier einfach mal durch. So. Da müssen wir hin. So, gehen wir einfach mal durch. Nice. Mit Steuerung kann man halt auch andere täuschen. Und... Oh, was ist das? Da habe ich fast einer erkannt. So. Wo muss ich jetzt lang? Achso, auf die Kante. Nice. Jetzt muss ich ja an der Kante anklettern. Unangenehm. Also wir sollen reingehen und sie ausmerzen. Ja, tschüss. Das tat bestimmt weh. Das tut mir leid. Ciao. So, ich verkleide mich mal als der Typ. Alter, das Blut. Nein. Da. Jetzt sind wir schon mal im Haus. Nee, da komme ich nicht runter. Wo müssen wir hin? Beweis. Ja, den nehme ich mal mit. Was ist das für eine Verkleidung? Ah, okay, dieselbe, die wir anhaben. Dann brauche ich die nicht. Hacken wir mal kurz das Security System. Ist ja sehr easy, wie man kennt. Und wir sind im Gebäude. Damit geht es dann richtig los. Unser Ziel ist, die Schlüsselkarte zu beschaffen. Von diesem netten Herrn hier. Der wird sie uns aber, so wie ich das Spiel kenne, nicht freiwillig geben, oder? Fast erkannt worden. Okay, da ist der Typ. Wie komme ich an den ran? Aber jetzt treffen die sich auch noch zum Mieten. Kann ich da joinen? Hi. Okay, nein, ich wurde entdeckt.
Damn. Okay. Neustart. So, wie ihr auch schon vielleicht gesehen habt, oben links haben wir jetzt eben diese Wertung. Und wir kriegen Minuspunkte für jeden, der, den wir töten. Außer wenn wir das Ziel erledigen, dann natürlich nicht. Und ich versuche mal so wenig Minuspunkte wie möglich zu sammeln. So. Ja, aber hier ist ja auch ein Guard. Ich tausche mal kurz das Messer aus. Überall sind halt diese Guards. Dann kann ich halt nichts machen. Die erkennen mich sofort. Was ist oben? Okay. Nur der eine Typ. Dann stelle ich den mal ruhig. Ruhig stellen kriege ich tatsächlich auch nicht so wenig, so viele Minuspunkte. Das geht dann schon. Ich lasse ihn erstmal hier liegen. Was ist hier? Badezimmer, okay. Checkpoint. Den. Ja, eigentlich lohnt sich das noch nicht. Ich habe noch nicht so viel gemacht. Was ist das? Schlaftabletten. Genug, um ein Pferd umzuhauen. Nice. Falls wir ein Pferd finden, weiß ich, wie man es umhaut. So. Jalousien öffnen. Ein Ablenkungsmanöver stört vielleicht ihre Patrouillenwege. Okay, mache ich das einfach mal. Okay. Jetzt gucken die sich erstmal die Sonne an. Das ist natürlich auch schön. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wenn ihr immer im Dunkeln lebt. Kommt der. Er kommt ernsthaft gerade zu uns hoch. Nice. Dann verstecken wir uns hier mal. Ah, lieber mit der Klavierseite. Das ist sonst so obvious. Oh, damn. Er hat die Leiche gesehen. Schade. Ich muss den umbringen. Einsatzziel vollendet. 9000 Punkte, dann sind wir jetzt wieder im Plus. Nice. Ja, was haben wir jetzt? Zugangstür im ersten Stock finden. Ja, okay. Ja, das ging ja ziemlich schnell. Nice. Auch wenn wir leider von ihm entdeckt wurden, aber das ist jetzt im Moment egal. Gehen wir einfach mal weiter. Diana finden ist unsere Aufgabe. Diese Durchgänge sind echt nice. So. Holen wir uns mal Diana. Hallo. So, da sind wir auch schon in der nächsten Mission zur Story, die ich wieder übersprungen habe. Also wir haben jetzt Diana getötet. Beziehungsweise wir haben sie angeschossen, dann haben wir noch ein bisschen geredet. Sie hat gesagt, dass wir Victoria retten sollen, damit sie nicht so wird wie wir, was auch ein sehr tolles Kompliment ist. Und dann haben wir sie in ein schönes, leicht gruseliges Kinderheim oder Waisenheim eingeliefert, keine Ahnung. Und jetzt haben wir den Auftrag bekommen, hier den King von Chinatown umzubringen. Wir müssen ihn erstmal finden. Alter, ist das eine riesige Map. Krass. Wow. Okay, also der ist da in der Mitte, ja. Ups. Da darf ich nicht hin. Schade. Ja, es gibt unzählig Wege hier, den zu töten. Das glaube ich sehr gerne. Ja, Notebook.
So. Ja. Hier gibt es natürlich auch einige Challenges zu machen. Aber ich würde sagen, mal gucken, was wir hier so finden. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Was ist das hier? Die Drogen des Königs. Bereit zur Kontamination. Okay. Aber anscheinend können wir das gerade noch nicht machen. Hm. Ja, sonst ist hier leider nichts. Aber das kann man sich ja schon mal merken. Was ist das? Auch Benzinkanister. Nehme ich gerne mit. Kann ich ihn einfach nur rumwerfen? Kann ich nichts damit machen? Ist das traurig? Ach, da kam ich ja her. Hm. Was ist hier? Nichts. Schade. Erstmal gucken, was hier alles so ist. Oh. Oh, ist das mein Auto? Ah, nee. Okay. Schade. Ist der Wagen vom König. Oh. Ah, hier darf ich auch nicht hin. Schade. Einfach mal 2200 Minuspunkte, nur weil ich entdeckt wurde. Ja, klar. Alles klar. So, jetzt kriegst du aber was wieder. Na, na. Wupsi. Bisschen. Obviously hier rumliegen lassen will ich jetzt auch nicht. Ich schleife den mal lieber hier hoch. C4? FX um? Alter. Hier kann ich mich erstmal eindecken. Jesus, warum ist hier so viel Zeug? C4? Alter. Und ich verkleide mich nochmal als Polizist. Damit komme ich sicherlich weiter. Hier sind Explosives. Ich frage mich... Hä? Zwei Sachen frage ich mich. Erstens, wie ist er mit seinem Auto hier hingekommen? So alles zugepackt. Naja, never mind. Die zweite Frage, kommt der König hier hin irgendwann? Ich weiß es nicht. Hat er irgendwelche Routinen? Ah ja, stimmt, jetzt können mich ja alle Cops identifizieren. Ah, das war vielleicht doch nicht so eine kluge Idee. Aber hier ist er. Aber das vor so vielen Leuten zu machen, ist vielleicht nicht ganz so schlau. Er geht jetzt einfach wieder da hoch. Hm. Ja, die Frage... Kann ich irgendwas da hinten machen mit den Explosives? Ich hoffe doch. Kann ich hier Autoalarm? Dann verstecke ich mich mal. Das hat irgendwie auch nichts gebracht. Jedenfalls ist niemand verdächtig geworden. Misstrauisch meine ich. Oder? Doch, da kommt hier. Nice. Dann packen wir da einfach mal das C4 auf sein Auto. Ja, geh da ruhig hin. Ja. Und bam! Weg mit dir, Alter. Jesus. Ja gut. Ich glaube, um die Leiche müssen wir uns jetzt auch nicht mehr kümmern. Ja, wurde aber gefunden. Hm. Entschuldigung. So. Ja, jetzt muss ich an denen ja wieder vorbeikommen. Vielleicht ist es schlauer, mich als Hitman zu verkleiden. Weil mich damit die Polizisten wenigstens... Ah, nee, okay, doch nicht. Das macht keinen Sinn. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, gut, ich habe das. Aber das will ich nicht einsetzen. Aber vielleicht
komme ich hier auch einfach so raus, indem ich die anderen ein bisschen täusche? Ja, easy. Der Platz... Oh. Der Platz ist jetzt ein bisschen leer gefegt, würde ich mal sagen. Upsi, fast erkannt. Hey, damit war die Aufgabe ja ziemlich einfach. Nice. So, wir haben jetzt das Level abgeschlossen mit 52.580 Punkten. Das ist schon ziemlich gut. Gerade war noch ein bisschen Story, die habe ich mal wieder übersprungen. Es ging aber sozusagen darum, dass wir unsere guten Pistolen verkauft haben für Informationen über Victoria. Was das für Informationen sind, kommt allerdings dann in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist jetzt leider zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bewertet den Part und bis zum nächsten Mal.